Mein Name ist Jessie Wellmer. Ich bin Journalistin und Moderatorin und Ostdeutsche. Ich mache einen Film über meine Heimat Ostdeutschland, weil mich interessiert, wie die... Ich mache sonst Sportschau, genau. Aber jetzt interessiert mich meine Heimat. Und der Blick auf Krieg und Russland, weil der bei vielen Ostdeutschen eben einfach ein anderer ist als bei vielen Westdeutschen. Und das, was da ist, das interessiert mich. Wenn die USA sich nicht eingemischt hätte in der Ukraine, dann wäre das soweit gar nicht gekommen. Was ist los in meiner Heimat? Warum treffe ich hier immer wieder auf Menschen, die so anders über den russischen Angriffskrieg denken als ich? Warum gibt es hier anscheinend ein deutlich größeres Verständnis für Russland als im Westen? Und wie stark ist diese pro-russische Haltung wirklich verbreitet? Das sind meine Fragen in diesem Film. Ich wurde 1979 in Güstrow in Mecklenburg geboren. Viele eigene Erinnerungen an die DDR habe ich nicht mehr. Doch ich kenne noch die sowjetischen Heldengeschichten. Die Rolle der Roten Armee bei der Befreiung Deutschlands vom Naziregime war in der Schule ein Riesenthema. Das alles ist lange her und jetzt doch wieder lebendig. Ich begebe mich in diesem Film auf eine Reise, um zu verstehen, warum viele Menschen im Osten sich Russland offenbar noch immer so nah fühlen. Und um es klar zu sagen, ich möchte niemanden verurteilen. Ich werde Fragen stellen und zuhören. Zunächst führt mich mein Weg in meine Heimatstadt Güstrow, zu meinen Eltern. Ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass wir in der Bewertung der aktuellen Ereignisse zunehmend unterschiedlicher Meinung sind. Dieser Film ist also auch ein sehr persönlicher. Meine Eltern waren erst sehr skeptisch, als ich ihnen von diesem Projekt erzählte. Ich war vor gar nicht allzu langer Zeit hier, so anderthalb Monate schätze ich oder so, aber da war ich ja nur als Tochter hier und nicht mit so einem Thema und auch nicht mit einem ganzen Kamerateam. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie schon eine andere Nummer, auch für mich, ehrlich. Also, ich bin wirklich gespannt. Wirklich. Hallo. Hey, wer ist hier? Meinen Eltern geht es gut. Sie haben lange als Lehrer gearbeitet. Meine Mutter hat sogar Russisch unterrichtet. Schön, dass du endlich da bist. Na, hallo. Willkommen. Oh. Grüß dich, mein Kind. Und auch die Kollegen. Oh. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, meine Eltern, das Kamerateam hier. Genau. Wie findet ihr das denn, dass ich den Film mache? Im Grunde ist es schon schön, aber es ist halt eben auch mutig. Ne? Das ist schon. Und was findet ihr mutig daran? Ich habe schon ganz viel gehört, es könnte irgendwie eine Bauchlandung geben und das ist ja ein heikles Thema und so. Weil man ja so oft so ein bisschen das Gefühl hat, dass es so diesen Mainstream, so eine Meinung gibt, aber eben so nebenher nicht so viel. Aber insgesamt, es gibt ja schon viele verschiedene Sichtweisen dazu. Ich frage mich ja, warum die Ostdeutschen das überhaupt so anders betrachten können. Das ist ja die Grundfrage. Warum soll ich jetzt hassen, was ich nie gehasst habe? Oder jetzt ich meine, mit diesem Krieg ist natürlich eine völlig neue Qualität entstanden. Mhm. Und es lässt uns auch zweifeln oder verzweifelt zurück, wie das passiert, also wie es so weit kommen konnte. Bloß immer diese Einteilung, das sind die Bösen und das sind die Guten. Und also die Russen sind die Bösen und wir, der Westen, wir sind die Guten. Ich meine, wo soll das hinführen, wenn sich das immer noch potenziert, ne? Wenn auch solche Worte benutzt werden und nie wieder werden wir mit euch Handel treiben oder was auch immer. Da denke ich immer, wissen die, was sie da sagen? Und das macht mir schon Angst oder es tut auch ein bisschen weh, weil ich das einfach auch nicht begreifen kann. Meine Eltern haben ihr halbes Leben in der DDR verbracht. Dort wurde die Sowjetunion immer als großer Bruder gefeiert. Eine Sowjetunion, zu der nicht nur Russland, sondern zum Beispiel auch die Ukraine, Georgien, Aserbaidschan und Litauen gehörten. Ihre Soldaten waren als Besatzungsmacht Teil des Lebens in der DDR. Es war reiner Pragmatismus. Sie waren da, wir wussten, warum sie da waren. Das war das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges. Und wie das alles gelaufen ist, das haben wir in der Schule gelernt. Es gab auch keinen Widerspruch. Sie waren die Sieger des Krieges gegen dieses blöde Nazi-Regime. So, das war so unsere kindliche Vorstellung. Und damit haben wir gelebt. Ich war damals viel zu jung, um davon geprägt zu sein. Bei meinen Eltern spüre ich ein tiefes Unbehagen, was den heutigen politischen und medialen Umgang mit Russland seit Putins Angriffskrieg betrifft.
Für mich ist ja irgendwie klar, es ist irgendwie ein Riesenverbrechen sozusagen, was da passiert. Also es ist schwierig für mich auch zu differenzieren, weil ich ein ganz klares Bild habe. Der auch. Nee, ich glaube, darum geht es aber nicht. Es geht nicht darum, diese Verbrechen zu rechtfertigen, sondern es geht einfach darum, überhaupt erstmal Meinungen einzusammeln. Es wäre schon mal schön, wenn wir in Deutschland irgendwie wieder ins Gespräch kommen würden damit und nicht uns sozusagen immer als Russland-Feinde oder als Putin-Versteher so positionieren müssen, sondern vielleicht gibt es dazwischen ja auch irgendwas, was Vernünftiges. Ja. Und wenn das dabei rauskommen würde, fände ich das schon sehr schön. Viele Ostdeutsche aus der Generation meiner Eltern spüren eine kulturelle und emotionale Nähe zu Russland. Sie kennen die Filme, die große russische Literatur und nicht wenige haben die Sowjetunion zu DDR-Zeiten bereist und die Menschen dort als warmherzige Gastgeber erlebt. Das alles passt mit dem sinnlosen, brutalen Überfall auf die Ukraine nicht zusammen. Wie in einem Brennglas hat der Krieg Russlands unterschiedliche Sichtweisen, vor allem bei älteren Menschen in Ost und West, offengelegt. Ich bin auf dem Weg zu einer engen Freundin unserer Familie, die ich immer für ihren unverstellten Blick auf die Dinge geschätzt habe. Mühlbach Nummer 10, meine Heimat. Hier bin ich aufgewachsen, die ersten 15 Jahre. Und jetzt gehen wir nur ein paar Meter weiter zur Familie Otzuk. Das waren für mich immer ganz offene Leute, 10 Jahre älter als meine Eltern. Und mich würde einfach interessieren, was 80-Jährige zu dem Thema sagen. Mal sehen. Als kleines Mädchen musste Irene Otzuk 1945 mit ihrer Mutter aus dem Sudetenland vor der Roten Armee flüchten, bis es sie hierher nach Güstrow verschlug. Wie hat sie die sowjetischen Soldaten erlebt? Im Grunde genommen der böse Russe und der gute Russe. Der gute Russe war ja auch nach dem Krieg, gibt den Kindern Hirsebrei und weiß ich was und nimmt ihn auf den Arm. Und der böse Russe, den haben wir eigentlich so nicht kennengelernt. Mhm. Auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges, in der Nachkriegszeit? Ja, nicht? Weißt du, da war ich Kind. Da war ich Kind. Und die Angst vor dem Russen? Vor Überfällen? Ich nicht, aber meine Mutter. Vergewaltigung? Meine Mutter, ja. Wir hatten da Glück, dass wir so gut durchgekommen sind. Irene Otzuk arbeitete in der DDR als Lehrerin. Die Wende war für sie ein harter Schnitt. Und doch hat sie die neuen Freiheiten schnell zu schätzen gelernt. Dass heute viele Menschen im Osten ihre DDR-Vergangenheit nicht abschütteln können, kann sie dennoch gut verstehen. Der Mensch lebt ja auch von dem, was er früher erlebt hat. Und das prägt ihn ja. Das prägt ihn. Und du bist 40 Jahre geprägt. Da kannst du machen, was du willst. Auch in der Schule. Die Texte im Lesebuch, die waren ja dann auch Sowjetunion, sowjetische Soldaten. Du siehst ja, wie lange das dauert, bis so etwas vielleicht auch rausgewachsen ist. Guten Morgen, liebe Mädchen und Jungen. Heute hat Hein Pöttgen eine große Reise vor. Mit Puppenkind Katrinchen und seiner Traumtute will er einen Besuch bei Natascha machen. Das größte Land, ihr wisst es schon, das nennt man die Sowjetunion. In diesem Land leb ich. Natascha nennt man mich. Wir haben gedacht, nach der Wende, 5 Jahre, dann ist alles ähnlich. Dann sind wir alle gleich. Ja, so, ja. Und das ist nicht so. Du hast einfach eine andere Sozialisierung und die kannst du nicht über den Haufen schmeißen. So schnell geht es nicht. Und da sollte man auch vorsichtig sein, aus meiner Sicht, dann schnell zu sagen, die aus dem Osten, die ticken ja ganz anders und spinnen die. Es ist so, dass du das nicht einfach ablegen kannst, wie einen alten Mantel, der dir nicht mehr passt. Das geht nicht. Und dieses immer noch sagen, die Russen, die können ja gar nicht so schlecht sein. Die Haltung, denke ich, die wirst du im Osten immer noch irgendwie verstärkt vorfinden. Ist das so also auch bei dir so, wenn du so umher guckst? Ist es eher so, ja. Weil die so ein bisschen sind wie wir? Vielleicht. Die Russen ein bisschen so wie wir? Wir haben gefragt, fühlen sie sich mit Blick auf Kultur, Mentalität und Geschichte eher zu Russland oder zu den USA hingezogen? 25% im Osten fühlen eine größere Nähe zu Russland, zu den USA 23%.
46% fühlen sich zu keinem der beiden Länder hingezogen. Im Westen ist die Gewichtung ganz anders. Hier fühlen sich nur 7% eher zu Russland hingezogen, aber 42% zu den USA. Knapp die Hälfte fühlt sich zu keinem der beiden Länder hingezogen. Irene Otzuk erzählt mir, wie sehr ihr Mann Paul unter der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine leidet. Ja, weißt du, es ist so, den Zweiten Weltkrieg, da war ich 4 Jahre, als wir nach Kühlungsborn kamen. Das war für mich auch alles, was wir da erlebt haben, mehr ein bisschen Abenteuer. Paul, der hat es also hautnah miterlebt. Der war in Königsberg. Der hat Angst vorm Krieg. Der hat das Bombengeräusch in den Ohren. Also mir wird richtig Gänsehaut. Sind mit nassen Decken durch Königsberg gelaufen, haben die Bombentrichter gesehen. Also der hat noch eine ganz andere Einstellung dazu. Bei dem wird das alles jetzt wieder wach. Ja, da kommt es hoch. Da kommt es hoch. Da kommt sehr hoch. Für mich ist das alles noch so, da war ich einfach, da machen ein paar Jahre was aus. Dass du das nicht so wahrnimmst. Während es bei ihm und wenn jetzt noch älter sind, da kann ich mir das gut vorstellen. Und deswegen kann ich das manchmal nicht nachvollziehen, dass die russischen Frauen, die auch den Krieg miterlebt haben und wissen, was es bedeutet, Männer, Brüder, Söhne zu verlieren, dass die nicht auf die Straße gehen und schreien, wir mit uns Schluss nicht, jetzt. Mit uns nicht. Also da hätte ich gedacht, da gibt es einen Aufstand der alten Frauen. Bei jedem Besuch in meiner Heimat geht es auch immer wieder um eine gefühlte Ablehnung aus dem Westen. Russlandversteher ist so ein Wort, das man hier gar nicht mag. Ich bin in Weimar und auf dem Weg zu Silke Satyukov. Die Historikerin kennt die ostdeutsche Befindlichkeit sehr genau. Sie wurde hier geboren und forscht seit Jahren zur sowjetisch-deutschen Besatzungsgeschichte in der DDR. Die Ostdeutschen versuchen sich einen Reim darauf zu machen, warum Russland und Putin die Ukraine angreifen. Das sind doch Freunde. Das sind doch zwei Sowjetrepubliken gewesen. Was soll denn das? Das verstehen wir nicht. Heute Vormittag am Treptower Ehrenmal. 700 Komsomolzen, FDJler, Lenin- und Thälmann-Pioniere ehren das Andenken der im Kampf gegen Faschismus und Krieg gefallenen Helden. Sie sind Teilnehmer am Freundschaftszug UdSSR-DDR und kommen aus Donetsk, Kiew und Zaporozhye und den Partnerstädten Magdeburg, Halle und Leipzig. Die Erzählung also ist, Russland ist oder die Sowjetunion ist auf der Siegerseite der Geschichte. Sie haben im großen Vaterländischen Krieg gelitten. 27 Millionen Tote sind nicht von der Hand zu weisen. Das haben die Ostdeutschen kapiert. Und dass sie schuld sind an den 27 Millionen, haben sie auch kapiert. Sie haben also eine Schuld abzutragen. Jeder Kleine hat das schon gehört. Jeder Kleine hat Blumen auf ein sowjetisches Grab getragen. Das ist alles im Kopf und in den Herzen. Ich treffe Gregor Gysi, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag und seit Jahrzehnten sowas wie der oberste Osterklärer. Ja, jetzt kommen Sie hier gerade aus der amerikanischen Botschaft. Da liegt natürlich so ein bisschen nah in diesen Zeiten, dass auch über Russland gesprochen würde. Ist das so? Ja, wir haben mehr über Deutschland und die USA gesprochen, aber wir haben auch gesprochen über eine eventuelle neue Blockkonfrontation China und Russland gegen die USA und andere oder China, Russland, Indien, Brasilien und Südafrika. Das ist völlig idiotisch, aber wahr, dass im Kalten Krieg, trotz des Vietnamkriegs, trotz des Afghanistan-Kriegs der Sowjetunion, trotz des Einmarsches 68 in der CSSR, die Situation stabiler war als heute. Und die Frage ist, wie kommen wir wieder zu Stabilität? Der Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 22 erschüttert auch die Gewissheiten Gysis. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er oft die russische Perspektive verteidigt. Was hat der Beginn des Krieges bei Ihnen ausgelöst? Ja, das war ein richtiger Bruch für mich. Das war ein Bruch. Der Bruch? Ich habe es auch nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt. Und es war ein großer, großer Fehler von Putin und der gesamten russischen Führung. Gysi verurteilt den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wesentlich eindeutiger als viele andere Mitglieder seiner Partei. Die allermeisten Menschen im Osten sind zwar gegen den Krieg,
Doch zu einem klaren Bruch mit Putins Positionen können sich viele nicht durchringen. Warum schaffen es viele Leute aus meiner Heimat, aus Ostdeutschland, aus meiner Elterngeneration, nicht zu sagen, ich lasse jetzt mal los oder ich ändere meine Meinung? Wenn wir zwischen Putin und der russischen Bevölkerung unterscheiden können, die hängen ja nicht wirklich an Putin, der ist ihnen eher egal. Aber sie hängen irgendwie an der russischen Bevölkerung und das verstehe ich nur wieder. Und da mache ich ja auch den Unterschied und deshalb sage ich ja Sanktionen gegen die Führung ja, gegen die Oligarchen ja, nicht gegen die Bevölkerung, aber die den Krieg nicht beschlossen hat. Wenn ich Gespräche führe, dann habe ich manchmal den Eindruck, einige versuchen Putins Verhalten zu erklären und damit ja das Verhalten eines Täters. Und ich frage mich, warum sie sich überhaupt in diese Situation begeben. Wenn du eine grundsätzliche Anti-Haltung zur NATO und zum Westen hast, dann versuchst du, du willst doch deine Ideologie nicht einschränken. Du willst doch nicht Unrecht gehabt haben. Ergo suchst du dir immer Erklärungen und sagst, ja, was hat der Westen alles Schlimmes und Falsches gemacht, was den Putin dazu gedrängt hat. Das heißt, das ist der Ost-West-Konflikt jetzt sozusagen im Großen. Im Großen, aber nicht nur das. Es ist auch in meiner Partei. Ich verstehe doch, du hast eine bestimmte These, die unterstützt du. Und du hast auch immer Recht. Ach mal, plötzlich hast du Unrecht. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du sagst, tut mir leid, ich habe mich geirrt, es ist anders. Oder sagst, naja, das ist ja nicht wirklich anders. So, es steckt ja wieder was und so weiter. Ja so, verstehen ewig. Sie? Und so rettet man in Wirklichkeit nur sich selbst mit seiner eigenen Ideologie. Ist ja ein starkes Motiv. Was ich denen im Westen immer sage, wenn ihr die sowjetische Besatzungsmacht gehabt hättet und wir hätten die drei Westmächte gehabt in der kleinen DDR, das dürft ihr eins nicht unterschätzen, dann wärt ihr geworden wie die Ossis und wir wie die Wessis. Man ist also immer das Resultat seiner biografischen Prägung? Grundsätzlich ist das sicher so, doch gilt das uneingeschränkt? Was ist, wenn sich Überzeugungen als Irrtümer herausstellen? Warum will man dann trotzdem unbedingt an ihnen festhalten? Meine Reise führt mich weiter in den äußersten Nordosten, nach Lubmin. Hier enden die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Heute Symbole verfehlter deutscher Energiepolitik. Ich bin verabredet mit dem Lokalpolitiker Frank Tornow. Er ist Mitglied der SPD, die immerhin den Bundeskanzler stellt. Wie findet er es, dass in Lubmin kein russisches Gas mehr ankommt? Und wie gehen die Menschen hier damit um? So, Herr Tornow. Ja, Frau Wellmer. Was haben Sie vor? Ja, kurz entschlossen sein. Ich habe ein paar Stühle mitgebracht und einen Tisch mitgebracht. Ich würde Sie bitten, mit anzufassen. Wirklich? Wirklich? Ja, ja, wirklich. Ich baue hier ein Kaffeekränzchen auf zwischen Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Nein, es gibt's nicht, ey. Ich werde verrückt. Herr Tornow. Das ist Frau Wilme. So sind wir hier an der Küste. Sie sitzen schon in meiner Blickrichtung zu Nord Stream 2. Halten Sie es für richtig, dass nicht freigegeben wurde? Ich sehe es ein bisschen anders. Gas könnte ja jetzt von jetzt auf Nanu dort kommen aus Russland. Ja, es ist so. Die große Politik hat entschieden. Und jetzt müssen auch die Bürger dementsprechend sehen, wie wir damit klarkommen. Was sind denn genau die Probleme, die die Leute, mit denen Sie sprechen oder die Sie persönlich vielleicht auch erleben jetzt? Ja, man muss sich darauf einstellen, dass die Gaspreise ums 3- oder 4-fache steigen. Mhm. Das schafft Verunsicherung. Mhm. Die Leute suchen sich Lösungen. Die versuchen, was weiß ich, noch Kamine einzubauen. Die versuchen wieder, ich sag mal, mit Kohle zu heizen. Mhm. Vieles, was wir vorher eigentlich nicht wollten, bevor der Konflikt war, was eigentlich nicht mehr sein sollte aufgrund des Klimawandels, wird jetzt wieder gemacht. Ist es vielleicht auch der Preis, den wir einfach zahlen müssen dafür, dass Wladimir Putin ein Verbrechen begeht? Es ist ja jetzt auf europäischer Ebene und darüber hinaus das Zeichen gesetzt worden, dass wir die Sanktionen durchziehen wollen. So, dann ziehen wir diese durch und hoffen praktisch, dass das dazu führt, dass der Krieg beendet wird. Jetzt ist die Frage, was hat es jetzt bis jetzt gebracht? Und das muss man auch mal hinterfragen. Die Ostdeutschen, die Bürger glauben manchmal nicht mehr, dass was so gebracht wird in den Medien. Deswegen. Wie geht's Ihnen? Ich habe auch meine Probleme, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wer sind die Medien? Auch die öffentlich-rechtlichen teilweise, ja, leider.
Wir haben gefragt, wird aus Ihrer Sicht über Russland ausgewogen, zu positiv oder zu negativ berichtet? 33% der Ostdeutschen antworten zu negativ. Für 37% ist die Berichterstattung ausgewogen und 8% finden sie zu positiv. Im Westen finden 23% der Menschen, dass über Russland zu negativ berichtet wird. 45% halten die Berichterstattung für ausgewogen und 12% für zu positiv. Den Vorwurf, dass den Medien, insbesondere den öffentlich-rechtlichen Sendern, nicht mehr zu trauen sei, kenne ich aus zahlreichen Gesprächen. Doch was heißt das jetzt konkret für diese Situation hier? Ich arbeite ja immerhin selbst für einen öffentlich-rechtlichen Sender. Glauben Sie auch, dass ich sozusagen einem Meinungs-Mainstream, also dass ich Druck von oben kriege, wie ich mich zu äußern habe? Würde mich interessieren. Diese Frage würde ich Ihnen... Oder glauben Sie, ich merke es vielleicht auch nicht mehr? Oder so? Es kann ja sein. Dass, also ich glaube es aufgrund Ihrer Fragestellung vielleicht nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, aber Sie können es auch nicht wissen. Ich kann es auch nicht wissen. Sie können es mir sagen. Ja, also ich kann Ihnen ganz klar sagen, mich hat noch nie jemand dazu gebracht, eine andere Meinung zu vertreten als, Sie haben. Als meine eigene. Das ist schön. Das, wenn's in meiner ist, Arbeit. Wenn, genau, dann ist es gut. So soll es ja auch sein. Mhm. Überzeugt Sie das? Ich glaube Ihnen. Aber den Glauben an die Medien haben Sie trotzdem verloren? In bestimmten Bereichen ja. Nach dem Interview versichert mir der SPD-Lokalpolitiker noch, dass er nicht der Einzige in Lubmin ist, der so denkt. Das Unbehagen gegenüber den Medien würden viele Menschen hier haben. Ich bleibe im Norden, fahre 40 Kilometer weiter und treffe einen Mann, der 18 Jahre lang als Offizier in der Nationalen Volksarmee der DDR diente und von dem ich weiß, dass er sich heute ganz klar pro-russisch positioniert. Reinhard Bartz ist ein alter Bekannter meiner Eltern. Obwohl wir uns noch nie begegnet sind, begrüßt er mich, als würden wir uns schon seit Jahren kennen. Hallo, guten Morgen. Morgen, Jesse. Moin, moin. Morgen, Herr Bartz. Schön, dass es klappt. Na? Dürfen wir uns umarmen? Nee, den könnten meine Tochter sein. Ich glaube, ja, das, nee. Das könnte ich, aber ja, ja. Wir wollen ja auch viel reden. Es dauert nur ein paar Augenblicke, da kommt Reinhard Bartz auf die aktuelle politische Situation zu sprechen. Mit einer Wortwahl, die mich befremdet. Mich beunruhigt das stark, wenn ich eine Außenministerin heute vor amerikanischen Studenten davon labern höre, dass Deutschland doch nun endlich wieder eine Rolle militärisch spielen soll. Und davon faseln durfte, dass Deutschland doch nun endlich wieder seine politischen Ziele mit militärischen Mitteln durchsetzen können solle. Also Sie sagen ja faseln und labern vor amerikanischen Studenten. Das ist so ein bisschen so das Feindbild Amerika für Sie? Das ist mein Feindbild, ja. Für uns war immer die Sowjetunion das Gute. Wir haben eine Liebe zur Sowjetunion entwickelt, die eben bis heute nach wirkt. Hinsichtlich des Nachfolgers der Sowjetunion Russland. Aha. Russland ist für uns immer noch symbolisch der Garant des Friedens. So haben wir das gelernt. Am 9. Oktober 1974 im Berliner Friedrichstadtpalast. Freundschaftsmeeting der Jugend der DDR mit sowjetischen Helden des großen Vaterländischen Krieges in Anwesenheit von Erich Honecker. Alles, was wir sind, sind wir durch Sie, durch die Befreiungstat der Sowjetunion und durch die kluge Politik unserer sozialistischen Einheitspartei Deutschland. Wenn es die Provokationen, diese massiven Provokationen seitens des Westens nicht gegeben hätte, würde es diesen Krieg nicht geben. Und führt der Krieg? Der Westen dann eigentlich eher den Krieg aus Ihrer Sicht? Ich glaube, es ist ein Stellvertreterkrieg. Ein Stellvertreterkrieg für die USA. Die USA als Kriegstreiber und Russland als Friedensmacht. Es ist eine Sichtweise auf den Krieg, die ich nur schwer ertragen kann. Aber es ist Barths Blick auf die Geschichte. Dass wir uns hier in Peenemünde treffen, ist seine Idee. Ganz in der Nähe war er in den 80er Jahren als junger Leutnant der NVA stationiert.
Von hier aus reiste er als Offiziersschüler zur Ausbildung in die Sowjetunion. Ganz offensichtlich wirkt das bis heute nach. So, und diese 5 Monate in Russland und alles, was daraus folgte, die Freundschaften, haben Sie immer mitgenommen, sozusagen, immer im Herzen getragen. Ja, die wirken bis heute nach. Und für mich ist Russland der Sympathieträger. Da tue ich mich sehr schwer, gebe ich zu, bei ihm hegemoniale Absichten zu erkennen. Wir haben gefragt, stellt Russland gegenwärtig eine Bedrohung für die Sicherheit in der Welt dar? In einer Zeit, in der Putin immer unverhohlener mit dem Einsatz atomarer Waffen droht, sagen immer noch 20% der Ostdeutschen auf keinen Fall oder eher nein. 77% antworten mit auf jeden Fall oder eher ja. Im Westen sind 11% der Meinung, dass von Russland derzeit keine Gefahr für die Welt ausgeht. 88% der Menschen sehen das nicht so. Reinhard Barths Russland-Erfahrungen liegen Jahrzehnte zurück. An den Feindbildern von damals hält er bis heute fest. Feindbilder, die mir völlig fremd sind. Er kommt auch auf das Bild zu sprechen, das in den Medien von der DDR gezeichnet wird. Wenn ich zum Beispiel eine Sendereihe mir anschaue, die nennt sich Zeitreise, wo in auffallender Häufigkeit die DDR immer im negativen Kontext dargestellt wird. Mhm. Wenn ich anhand dessen mein Bild von der DDR mir machen müsste, dann hätte ich in einem Horrorfilm gelebt. Die Kinder wurden zwangsadoptiert, Jugendliche wurden in Heime gesteckt und dort gefoltert und gefehlt. Das mag es alles gegeben haben, aber ich kann doch einen Blick zurück nicht anhand ausschließlich solcher Bilder machen. Mhm. Und da fühlen sich eben viele Ostdeutsche in ihrer Realität, in ihrer Lebensgeschichte nicht wieder. Man beraubt sie ihrer Lebensleistung. Und wenn Umfragen ergeben, dass viele Ostdeutsche nicht mehr an die Demokratie glauben, was fangen Sie mit so einem Umfrageergebnis an? Stellen Sie das in Frage? Erwidern Sie was? Ich würde das auch so sehen. Aus persönlicher Sicht heißt das? Ja, aus meiner Sicht. Das, was wir erleben, ist keine echte Demokratie mehr. Ein Satz, der mich erschreckt. Wie kann das sein, dass Menschen aus meiner Heimat glauben, nicht mehr in einer Demokratie zu leben? Ich glaube, dass die Ostdeutschen gerade, genauso wie die Westdeutschen, versuchen zu verstehen, was passiert. Und sie greifen dafür auf biografische Prägungen zurück. Und die biografischen Prägungen der älteren Generationen DDR sind ganz eindeutig gegen den Westen gewesen. Es ist ja alles weggebrochen 1989. Alle Denkmuster sind weggebrochen. Alles plötzlich. Der Alltag brach zusammen. Autoritäten gab es nicht mehr. Dann kam die Arbeitslosigkeit. Häuser, Wohnungen mussten aufgegeben werden. Und dann kam noch eine Krise Ende der 90er, die mit Digitalisierung und Globalisierung zusammenhing, wo die Ostdeutschen auch nicht vorbereitet waren. Und sie haben lange gewartet, sich zu Wort zu melden. Es hat Jahrzehnte gedauert und das tun sie aber jetzt lautstark und oft auch antiwestlich, bisweilen sogar antiliberal, weil liberal bedeutet, alles geht. Und sie haben doch gemerkt in den 90ern, nein, es ging nicht alles. Das stimmt ja gar nicht. Die Insel Rügen. Ich fahre zu Uwe Hasbecker, Gitarrist der legendären Band Silly, mit der früh verstorbenen Sängerin Tamara Danz. Hasbecker kennt noch die Sowjetunion von unzähligen Bandauftritten. Seinen Schock über den Angriff Russlands auf die Ukraine hat er ein paar Wochen nach Kriegsbeginn in der Berliner Zeitung öffentlich gemacht. Tag schön. Ah ja. Da ist schon jemand aktiv. Hallo. Hallo. Herr Hasbecker, hallo. Freut mich. Da haben Sie sich ein schönes Fleckchen Erde hier ausgesucht. Guten Tag. Hallo. Willkommen hier, ja. Als diese Nachricht vom 24.02. kam, war das Fassungslosigkeit? War das erstmal ein großer Schmerz? War das ein Bruch? Also wie lässt sich das? Fassungslosigkeit. Wie kann ich das begreifen? In erster Linie war das Fassungslosigkeit, weil ich habe nicht verstanden, warum. Ja, das war in meinem Leben eigentlich nicht mehr vorgesehen, so ein Krieg. Ganz mal zu schweigen von denen, die betroffen sind jetzt, ne, in dem Land. Man hat ja vorher sozusagen das Blaue vom Himmel gelogen, oder wie sagt man, indem er
der Putin immer wieder betont hat, es wird keinen Krieg geben. Ja, und haben Sie ihn, waren Sie auch bereit, ihn vorher, bevor das passiert ist, auch mal zu verteidigen auch gegen die, die komplett anderer Meinung, komplett aus einer anderen Richtung kamen, aus Ihrer Sicht? Na, verteidigen ist vielleicht zu viel gesagt, ja. Also ich habe versucht zu verstehen, ja. Es lässt sich ja nicht von der Hand weisen, dass sozusagen in den letzten 20, 30 Jahren die NATO sich durchaus gen Osten erweitert hat, Stück für Stück. Nun ist das natürlich das gute Recht der jeweiligen Länder, sich einem anderen System anschließen zu wollen. Ja, darf ich mich mal Na klar, zu wir können setzen? Uns hier zusammensetzen. Ja, das ist mir, da kann ich nicht nebenbei bauen. Ja, nee, genau. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich vor einer Kamera oder wo auch immer sagen kann, was ich möchte, ohne dafür irgendwelche drakonischen Strafen fürchten zu müssen. Das ist eben in Russland nicht mehr möglich. Ja. Und naja, die Geschichten um Nawalny und die anderen und viele andere Oppositionelle in Russland, das kennt man ja. Und das ist, finde das entsetzlich. Also das ist, ich fühle mich eigentlich ganz wohl hier, ja, muss ich sagen. Er lädt mich zu einer kleinen Bootstour ein und wir reden weiter. Ich frage Uwe Hasbecker, was er von den Waffenlieferungen an die Ukraine hält. Es bereitet mir Unbehagen, wenn ich jetzt sozusagen lese, dass Deutschland Waffen liefert, die gegen Russland eingesetzt werden. Auf der anderen Seite muss man sagen, man kann die Ukrainer nicht im Regen stehen lassen. Geht nicht. Wenn die damals Hitler nicht gestoppt hätten, was wären dann gewesen, ja? Die Alliierten. Und eine blutrünstige Bestie, die muss man irgendwie stoppen. Aber das bedeutet ja, am Ende kommt das nicht zusammen. Das ist, kommt bedeutet nicht zusammen. Zerrissenheit. Ich fühle mich auch wohler, wenn sozusagen vor den Waffenlieferungen das Label EU steht und nicht Deutschland. Dresden. Ich bin mit einer Journalistin der Leipziger Volkszeitung verabredet. Antoni Rietschel wurde 1986 in Sachsen geboren. Wir beide sind eine Generation. Eine Generation, die größtenteils einen ganz anderen Blick auf Russland hat als ihre Eltern. Könnten Sie das so sagen für sich? Was ist Russland im Moment? Im Moment ist Russland für mich ein Land, in dem ich mich mal wohlgefühlt habe, auch, in dem ich mal gearbeitet habe. In dem ich für eine kurze Zeit gelebt habe und auch Freunde habe, aber halt jetzt erleben musste in den letzten Monaten was ich halt nicht für möglich gehalten habe, also dass es brutal ein anderes Land halt ja überfällt und dass Freunde von mir fliehen müssen. Ich habe mich da irgendwie auch wohl gefühlt und das passt halt jetzt, ja, wie passt das halt alles zusammen? Und wir haben kompliziert. Ja, das ist total komplex, ne? Und das ist ja, man versucht ja dieses Rätsel irgendwie für sich aufzulösen. Uns geht so da mit der WM 2018, ne? Ja. Und alle haben über Katar andauernd gesprochen, alle Jahre. Und Russland, die Fußball-WM in Russland ist irgendwie so an uns vorbeigezogen. Und im Nachhinein denkt man sich, wie geht das, ne? Wie konnte uns das passieren? Antoni Rietschel kritisiert eine Ignoranz des Westens gegenüber ostdeutschen Lebensläufen. Und sie beklagt, dass sich viele Menschen hinter ihrer Ostidentität verschanzen und sich ein Teil der Mittelschicht zunehmend radikalisiert. Dann überhaupt ein Gefühl, was in der letzten Zeit sich hier stark durchgesetzt hat, ist so dieses, okay, die Bundesregierung trifft diese Entscheidung da oben in Berlin, dann sind wir halt dagegen. Und dann erzählt man eben, ja, okay, wir hatten eben schon irgendwie ein besonderes Verhältnis zu Russland. Das ist so eine Fortsetzung einfach von wir gegen die da oben, wir leisten Widerstand, wir denken anders, wir werden nicht gehört. Also ist nicht nur der Krieg der Booster, der sozusagen da zur Radikalisierung beigetragen hat, sondern würden Sie sagen, auch andere gesellschaftliche Krisen wie Pandemie oder vielleicht auch die Flüchtlingskrise? Diese ganzen Demonstrationen, die auch genutzt wurden von der AfD, von Rechtsextremen und das alles, was man halt von da schon gesehen hat, ist, jetzt kann man ja fragen, warum machen das die Leute? Wird denn jetzt was weggenommen? Dass nun einige Menschen im Osten bei ihren Protesten gegen die Politik der Bundesregierung plötzlich ihre Freundschaft zu Russland entdecken, ist für Rietschel auch Resultat einer nicht geführten Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte.
Natürlich sollte man darüber diskutieren, was wohl in der Vergangenheit falsch gemacht ist. Das muss man auch aufarbeiten, natürlich. Aber dann müssen die Ostdeutschen das auch für sich aufarbeiten. Dann müssen es auch ostdeutsche Politiker aufarbeiten. Dann müssen auch Ostdeutsche anfangen, ihr eigenes Geschichtsbild zu hinterfragen. Das könnte ich genauso verlangen. Ich könnte genauso sagen, naja, setzt euch mal mit dem Geschichtsbild auseinander, was ihr eigentlich von Russland und von der Sowjetunion habt. Vielen Menschen im Osten geht es mittlerweile gut. Wieso eigentlich wird so wenig thematisiert, was wir alles erreicht haben? Es ist eine Frage, die auch Antoni Rietschel beschäftigt. Dass ich jetzt Angst habe, das wieder zu verlieren, okay, ja, das verstehe ich. Aber dass man erst mal sagt, hey, wir haben in den letzten 30 Jahren was Krasses geschafft hier. Ich habe hier was Persönliches geschafft, meine Firma aufgebaut oder was weiß ich. Ich habe hier mir ein Haus gebaut und ich habe meine Kinder großgezogen. Und ich, da bin ich stolz drauf. Und das höre ich ehrlicherweise viel zu wenig. Zunehmend gehen hier in Dresden und anderswo im Osten Menschen auf die Straße. Es sind Demonstrationen, die auch von der AfD und rechtsextremen Gruppierungen unterstützt, oft sogar initiiert werden. Die 90er schaffen eine Atmosphäre der Kränkung. Und aus dieser Zeit stammen viele Aversionen, Problematiken, die jetzt unter den Bedingungen von Social Media, das sich selbst verstärkende Internet, jedermann kann jetzt etwas sagen, ohne dass es geahndet wird. Jetzt brechen sie sich Bahn, diese Kränkungen, Ängste, Traurigkeiten, Wut und so weiter. Warum demonstrieren hier Menschen auch für einen anderen Umgang mit Russland? Und welchen Sender? ARD. ARD. Ich bin freie Journalistin. Lass mir das lieber. Lassen wir lieber? Das lassen wir lieber, ja. Naja, aber ich will ja gerade einen Film über meine Heimat machen. Ja, um es abzubilden. Nee, die verdrehen zu viel. Überall. Okay. Ich versuche, mein Anliegen zu erklären. Doch es ist ganz offensichtlich, dass mir als Journalistin viele hier mit Misstrauen begegnen. Mich würde interessieren, warum Sie hier sind. Also ganz offen, ganz frei. Warum wir hier sind? Weil wir den Eindruck haben, also ich den Eindruck habe, dass unsere Regierung dieses Land an die Amerikaner verkauft. Ich komme mir vor, als wollten die den 51. Staat aus uns machen, uns Europäern. Und das sehe ich nicht ein. Sind Sie der Meinung, dass Russland den Weltfrieden bedroht? Nein. Nein, bin ich nicht. Wenn die USA sich nicht eingemischt hätte in der Ukraine, dann wäre das so weit gar nicht gekommen. Das ist meine Meinung. Sollte man die Sanktionen aufheben gegen Russland? Auf jeden Fall. Man sollte darüber diskutieren. Waffen bringen für meine Begriffe keinen Frieden. Frieden kommt nur durch Verhandlungen. Mit der Forderung nach Aufhebung der Sanktionen stehen die drei Frauen nicht alleine da. Wir haben gefragt, sind die Sanktionsmaßnahmen gegen Russland angemessen, gehen sie zu weit oder nicht weit genug? 35% der Ostdeutschen gehen sie zu weit. 25% halten sie für angemessen und wieder 25% gehen sie nicht weit genug. Im Westen gehen nur 21% der Menschen die Sanktionen zu weit. 32% halten sie für angemessen und sogar 38% gehen sie nicht weit genug. Immer wieder begegnet mir auch hier die tief sitzende Skepsis gegenüber den Amerikanern. Oder sollte man lieber gleich sagen, dem Westen gegenüber. Zugleich scheinen hier noch mal ganz eigene, besondere Befindlichkeiten zu existieren. Wir haben immer gerne die Ohren und Augen nach Russland aufgemacht, wie schon immer die Sachsen. Napoleonkriege waren die Sachsen immer an Seiten der Russen gegen Frankreich. Also wir haben, denke ich mal, von der Geschichte her eine Verbindung zu Russland schon immer gehabt. Und warum sollte die kaputt gehen? Dass wir den Krieg nicht gutheißen, das ist eine andere Frage. Ich versuche zu verstehen, warum viele Leute aus meiner Elterngeneration so ticken, wie sie ticken. Und ich komme immer wieder an den Punkt und zu der Frage, warum dieser Angriffskrieg sie nicht über ihren Schatten springen lässt. Sagen wir es mal so, in Krisenzeiten und in Kriegszeiten tendieren Menschen dazu,
die Komplexität zu reduzieren. Und wenn jetzt der undenkbare Angriff, der ja für die meisten Ostdeutschen auch undenkbare Angriff passiert, versuchen sie, sich das zu erklären. Und es gelingt ihnen nur in den Stereotypen ihrer Biografie. Und die heißen, die NATO ist aggressiv, sie greift an und wir müssen uns verteidigen. Das ist das, was sie gelernt haben. Ich bin auf dem Weg ins Kanzleramt zum Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider, einem gebürtigen Erfurter. Ich bin ja immer im Osten geblieben. Ich habe in Berlin und in Erfurt immer gelebt. Von daher bin ich nie rausgekommen aus der ehemaligen DDR. Aber ich fand die Zeit, dass ich beide Systeme kennengelernt habe und nicht nur mit dem goldenen Löffel aufgewachsen bin, das fand ich schon eher ein Vorteil für mich gegenüber den meinen Kollegen im Bundestag. In meinen Gesprächen haben auch einige zugemacht, wenn es um das, die Medienberichterstattung über den Krieg jetzt geht. Dass sie sagen, das ist mir zu einseitig. Ja. Sehen Sie es auch so? Ich bedauere das sehr, aber dass viele Ostdeutsche das Vertrauen in die Medien verloren haben. Mhm. Ja, und ich glaube, es hat ein bisschen auch was mit einer Selbstreferenz zu tun, so um sich selbst zu drehen. Pluralität, also andere Meinungen auch zuzulassen und nicht als das Gefühl zu haben, man dürfte das nicht sagen. Man darf ja hier alles sagen in diesem Land. Man kriegt nur einen Widerspruch, das ist auch gut. Also, die glauben ja nicht mal an die Pluralität, viele. Ja, gut, es sind viele, die sind auch leider in einer Informationsblase drin von sehr rechten, auch teilweise von, muss das leider sagen, von Russland gesteuerten Kanälen. Mhm. Und nehmen das für ernst. Da fehlt so ein bisschen die Quellenkritik. Mhm. Und es kommt noch ein bisschen, glaube ich, das Erbe der DDR noch dazu, dass man zwischen den Zeilen lesen musste und dachte und denkt, das ist es, wenn es in der Zeitung steht, immer noch so. Mhm. Aber es ist ja nicht mehr so. Mhm. Ich sage mal, zu Russland, keiner glaubt doch im Ernst, dass der Putin ein guter Mann ist. Ne? Und ich glaube auch kaum, dass irgendein Ostdeutscher unter russischem Joch leben möchte, dass Moskau bestimmt, was wir hier zu tun und zu lassen haben. Deshalb muss man ein bisschen aber auch so aus seiner Komfortzone rausgehen und sich der Frage stellen. Klar ist, dass die Politik lange Zeit die Entwicklungen im Osten, die Prägung, Ängste und Sorgen vieler Menschen dort nicht genügend wahrgenommen hat, trotz Milliardentransfers und Ostbeauftragten. Es hat sich ein stärkeres Bewusstsein, ostdeutsch zu sein, herausgebildet. Und da setze ich einfach drauf auf, weil ich glaube, dass viel auch mit Heimatverbundenheit, ein bisschen auch mit Identität, aber auch mit Anerkennung und Respekt für die enormen Brüche, die es gegeben hat. Aber eben auch für den Mut, einfach sein Leben in die Hand zu nehmen. Und wenn Sie für den Osten sprechen, dann liegt ja auch der Gedanke nahe, dass es die Ostdeutschen gibt. Gibt es die Ostdeutschen? Nein. Ich glaube sogar, dass sich die Prägung Ostdeutsch eher nach der Wende ausgeprägt hat und gar nicht so sehr vorher. Die Erfahrung der 30 Jahre nach der, oder 32 Jahre nach der Wende, also Brüche von jemand, der mit 35 Ingenieur war, mitten im Leben stand und dann 4 ABMs machen musste oder als Hilfsarbeiter irgendwo angefangen hat, das sind ja auch Demütigungserfahrungen. Ist es wirklich nur das, was nach der Wende passiert ist? Frage ich mich nach meiner Reise. Ich war 4 Wochen unterwegs, bin sehr unterschiedlichen Menschen begegnet. Ich habe gelernt, dass die Sicht auf das heutige Russland eng verknüpft ist mit der eigenen Geschichte und den Erfahrungen vor und nach 1990. Es gibt nicht die Ostdeutschen. Genauso sind nicht alle Menschen hier sogenannte Russlandversteher. Auch ich bin Ostdeutsche. Doch vor allem bin ich ein Kind des wiedervereinigten Deutschlands, ganz im Gegensatz zu der Generation meiner Eltern. Ich finde es wichtig, dass wir uns zuhören und einander ernst nehmen. Aber ich möchte die Bitterkeit nicht erben. Denn ich glaube nicht, dass sie uns hilft bei all den Problemen, die wir gerade haben. Im Osten genauso wie im Westen.